Hallo meine Freunde zu Daisy Standalone mit Molle Hi. und mir Abkratzer. So, und wir fangen jetzt einfach mal an, stumpf durch die Gegend zu laufen. Yay. Yay. Wo laufen wir denn hin? Ja, wir haben Hunger. Ich glaube, wir brauchen erstmal sowas im Plan, wo wir überhaupt sind. Wo wir sind? Ja, Am also auf jeden Fall Strand. irgendwas mit Häusern brauchen wir. Ich Irgendwas glaube, mit das wäre für den Häusern. Anfang ganz gut. Ich habe Hunger. Nicht zum Abendessen gewesen, ja. Bist auch einfach hier aufgewacht, ja? Ja, In der Pampa. gestrandet. Einfach gestrandet. Ah, weil das Schiff ist weg, mit dem wir hier gestrandet sind. Den da steht da hinten noch. Das ist, wenn wir weiter geradeaus laufen. Ganz da hinten. Dann ist ja aber eine starke Strömung. Also, du bist ja wo? Das Schiff habe ich ja nicht gesehen. Wo siehst du das Schiff? Wollen wir mal hinlaufen? Komm, wir laufen mal hin. Darf Also, ich das spannen? ja, also für die Leute, die das Spiel nicht kennen, das ist so ein Zombie-Spiel, wo man überleben muss und eigentlich ist das gar nicht so wild, die Zombies, sondern eher die Spieler, die einem hier das Leben eigentlich zur Hölle machen. Was lachst du denn da so? Ach, nix. Ich meine ja, so ein paar Situationen erlebt zu haben, die mich das Leben gekostet haben. Und nicht wegen eines Zombies, sondern wegen anderen Mitspielern. Ja, also wir haben auch ordentlich Spielerfahrung und wir bringen auch, ja, wir kennen eigentlich alles. Wir kennen eigentlich alles, wir haben beide Spielerfahrung und in den nächsten kommenden Folgen werden auch einige Leute von uns noch mit einsteigen, weil wir sind eigentlich schon praktisch ein Clan, kann man uns eigentlich schon nennen, eigentlich. Wir sind viele Leute. Eigentlich ja, Ja. kann man so sagen. Kann man schon so sagen und die werden demnächst auch mit einsteigen, aber wir sind heute hier einfach mal zu zweit losgejumpt. Sag mal, wir wollten noch gerade zum Schiff. Ja, das Schiff wäre geradeaus, aber hier hinten, weißt du, was wir hier hinten haben? Hier hinten haben Ich wir glaube, gleich. wir essen erst mal was, oder? Ich glaube. Ja, dann lass uns hier hinten und dann biegen wir einfach hinten wieder rechts ab. Weil wir brauchen erstmal einen Rucksack, den finden wir hier hinten im Gebäude irgendwo hinten drin, garantiert. Da ist irgendwo so ein Kran. Ah, ne, da oben, diese Baustelle. Ja. Oder ich laufe jetzt einfach mal. Ich laufe mal Straße, ja. Ich laufe mal querfeldein. Aha. Recht. Ah. Dann nehme ich schon mal die Fäuste hoch, Mann. Mach mal Wettrennen, wo bist du denn? Da rennt er. Verdammt. Kennst du die Melodie von Knight Rider? Sind wir gerade so ein bisschen vor. Von Roadrunner, Knight Rider. Von was denn jetzt? Von Roadrunner oder Knight Rider? Das sind zwei Das sind zwei unterschiedliche. verschiedene, ne? Ich hau das ganz. Knight Ja. Rider war ein Auto, ne? Das Knight Rider Das. das war ein Auto. Also wenn du Miet machst, könntest du einen Roadrunner treffen. Ja, das Auto war aber auch schnell erfunden. Das war geil. Ja, natürlich. Ja, Da legendär. verstehst du was ja nicht. Ein Auto, das sprechen kann. Das ist doch geil. Oh, das müssten die auch mal rauspatchen hier, dieses elende Berghochkriechen. Ja, aber überleg dir mal, wie du einen Berg hochkrabbelst. Ich glaube, du rennst da auch nicht Vollsprint nach oben. Natürlich nicht. Da siehst du. Bist du bestimmt auch langsamer. Eingang. Vorne. Ja, ich muss erstmal die Hände runternehmen. Hände runter! Yay, und da habe ich schon den ersten wichtigen Gegenstand gefunden. Nämlich einen Rucksack. Dann stecken wir ein. Aber es ist nicht der Oh. erste, also es ist nicht der letzte. Ich glaube, hier liegt noch mehr. Ich hoffe. Vielleicht finden wir sogar noch ein paar Waffen. Ich glaube, du kannst dich hier als Village People verkleiden. Hier gibt es, glaube ich, bunte So ein Helme. Bauarbeiterhelm, ne? Ja. Aber in allen Farben auch. Und ich glaube, das letzte Mal habe ich den lila gesehen. Ja, eat. Ja, eat. Bist du unten im Erdgeschoss noch oder bist du schon eins hochgegangen? Nee, ich bin auch unten, weil ich habe hier unten Essen gefunden. Oh, du, oh, das ist Essen. Aber super schön. Freut mich für dich. Ich teile auch. Ich habe ja noch mehr. Ja, wir schauen uns das mal um und dann schauen wir ja immer noch. Wenn ich Ja. nichts finden sollte, falls ich elendig verhungern sollte, komme ich drauf zurück. Ja, ich muss die Packung ja hier stehen lassen. Ich kann die gar nicht einstecken, weil die nimmt, glaube ich, vier Plätze weg. Ah, guck mal, du hast keinen Rucksack. Ah, wie gut, dass du denn. Haha, ich lasse einfach hier liegen. Ja, das ist nicht. Ich nehme mir da einfach großzügig was. Ach komm, Wenigstens bin ich vom Hunger ich kann weg. die ja in der Hand behalten. Das geht ja auch. Ja, stimmt. Und schon haben wir das Problem mit dem Platz geklärt.
Ja, Der stimmt. Träger. Jetzt bist du der Träger. Wenn wir noch Wasser finden. Das sieht Oh, halt ich habe echt einen Tee hart aus. gefunden. Was hast Ich du? habe einen Tee gefunden. Ja? Das werde ich jetzt genüsslich trinken. Einfach, weil es mein Charakter gerade Spaß macht, etwas zu trinken. Ja, war sehr lecker. Aber ich bin immer noch hungrig. Ehrlich, hier kriegst du eine Packung. Hier, ich gebe dir mal eine Packung, ja. Gib dir mal Gib eine. mir mal die Packung, ja. Kriegst eine volle Packung, wenn ich die mal aus der Hand genommen habe. Also Haha. stell mir mal die Taschenlampe rein. Viel Spaß. Wuhu. Wuhu, ja. Wie gierig er sie ist. Wie gierig. Also hier ist nichts mehr. Ja, und schon ist mein Hunger weg. Wunderschön. Bist du jetzt schon eins wieder hoch, oder? Ich bin noch nicht oben, nee, aber ich gehe jetzt mal hoch. Ein Feuerlöscher. Zu Interesse an einem Feuerlöscher. Ha! Boah, jetzt wäre ich gleich abgekracht. Das hatte ich schon öfters mal gehabt, dass wenn ich einen Gegenstand in der Hand hatte und bin die Leiter hochgeklettert, dass ich oben hängen geblieben bin. Hast einen Hänger? Ich hatte einen Hänger. Ah, schön. Ich gehe jetzt ganz hoch, da oben ist meistens eine Axt. Ja, eben. Ich wollte aber erstmal Etage für Etage. Ich glaube, das ist irgendwie sinnvoller. Jetzt gehen wir da jetzt hier und da. Ja, ich habe einen schönen Knüppel. Du hast eine Waffe gefunden, oder? Ein Knüppel, ja. Knüppel? Ein Knüppel. Waffe finde ich gar nicht. Oh, Schamantruhe. Yay! Und mein Charakter finde ich sehr amüsant. Ist ja nun mal braune Hautfarbe. Ja. Und als ich ihm jetzt eben die Handschuhe angezogen habe, hat er weiße Arme gekriegt. Das muss ich ja gleich mal reinziehen. Das muss man gleich mal. Wir sehen uns ja gleich Ja, unten. Ich bin schon mal draußen. ich bin oben. Nicht? Ach ja. Schön. Einen sonnigen Tag auf einer Baustelle, Ich will einen wo verprügeln jetzt. wahrscheinlich unbefugter Zutritt ist. Aber hey, wir können nicht lesen. Ich will irgendeinen verprügeln. Wo haben wir denn hier einen? Wenn du mal einen Zombie suchst, ist keiner da. Ja, nö, aber wenn du nicht brauchst, dann sind wir zuhauf anwesend. Aber ich glaube, das ist bei jedem Spiel so. Irgendwo behindert, ja? Du hast eine Axt. Nee, ich habe ein Basie oder ein Knüppel oder. Hey. Wir laufen mal hier runter. Ich bild mir ein, hier unten wäre ein Supermarkt. Ein Zombie. Wie ein Nee, der Zombie. Supermarkt, der ist nicht da unten. Doch, der ist da unten, aber lass das mal hier. Hier ist ein Zombie. Ja gut, ich Er komm. haut nicht. Ich will einen Zombie hier. Komm her! Renn mal weg von dem. Bin ja dabei, bin ja dabei. Ich habe ja aber auch nur zwei Füße. Komm her. Sehr schön anzuschauen. Hier, das gibt's doch nicht. Warum haut denn der mich? Du drehst dich im Kreis. Was Jetzt, wenn der, der könnte mal. Was macht der denn? Könnte er mal umkippen? Geh weg. Ja, hast du mich Blutest erwischt. du schon? Gucken mit Fäusten. Ich bin eine Frau. Ja, schau, mein Schwarzer hat auf einmal weiße Arme. Das ist ein Das sehr ist. schönes Farbspiel. Warte, das ist unglaublich. Komm mal her. Kann ja mal den Vergleich. Warte mal, ich zieh mal die Handtuch aus. Alter, das ist eine miese Ich hab, Kiste. ich hab. Ich bin schwarz. Jetzt zieh ich Handtuch an. Ich hab weiße Arme. Unglaublich. Ich bin ein Mischling. Das ist, das ist eine bittere Pille. Jeder hat sein Laster zu tragen. In dem Fall. Ja, verdammt, jetzt habe ich hier einen Knüppel und damit gehen die Zombies gar nicht nieder. Also. Muss auf den Kopf hauen, das ist doch immer Ja, muss auf so. den Kopf hauen. Ja, Rennst du da natürlich. rein? Ich renn mal hier lang. Hey, ich habe einen Rucksack für dich. Oh, ich komm. Rucksack ist toll. Also erscheinen reicht fürs erste, glaube ich.
Selbst wenn er, wenn es ein Kinderschulranzen wäre, würde ich ihn nehmen. Ah, da kommt ein Zombie angelaufen. Und Gummistiefel, ich nehme jetzt einfach mal Gummistiefel. Ich glaube, durch meinen Fraps habe ich hier leichte Probleme. Bin mir unsicher, ein bisschen ruckelt's. Aber ich weiß nicht, woran das liegt, ob es an der Verbindung liegt oder. Das ist ja unglaublich. Ey, was die einsteckt, da könnte ich auch mit der Faust draufhauen. Das gibt's doch nicht. Hier, der Knüppel ist kacke. Knüppel ist kacke, darf ich den Knüppel Ja, haben? darfst einen Knüppel haben. Das ist aber schön. Jetzt blutig. Glaubst du das? Blut Nein! ist? Ja, warte, ich muss das Hemd ausziehen. Hier, nimm mir den mal ab, jetzt komm mal bitte her. Brennt hier noch ein Zombie. Mach Ja. mal platt. Ich muss mich unbedingt verbinden. Wo bist du denn? Ja, direkt vor Da. der Tür. Ah. Nimm mal ab. Alter, das gibt's doch nicht. So, und tot Taschenlampe ist er. raus. Kommen wir nächstes Zombie für ihn. Und einmal benutzen. Jetzt kann ich mich schon gleich verbinden. Das ist eigentlich unglaublich. Ja, aber der wollte partout nicht kaputt gehen. Das geht auch schnell. Hier, der Geht ganz Knüppel. schnell. Nimm den Knüppel, der ist total Hier ist fein. übrigens Bauarbeiter. Ein sehr schön gestreiftes T-Shirt hast du da an. Ja. Sehr farblich. Ich finde nicht schlecht. Es ist, ja, mal was anderes auf jeden Fall. Wo war denn der Rucksack hier drin? Hast du gesagt? Ja, im hinteren Raum links von dir. Links von dir. Ja, hinterer Raum links von mir. Der Nilo, was der wieder macht. Rennt wieder irgendwo rum. Ich renne wieder irgendwo rum. Ah, da. Ja, hab schon. Sehr schön. Das war's hier drin, nehme ich an. Ja, viel mehr gab es hier noch nicht. Und es gibt hier, glaube ich, aber noch mal so ein Haus. Bin ich vorne. Gar nicht gewusst gehabt, Also dass dann. das hier sind sogenannte Medi-Häuser. Können wir es nochmal in den Rucksack? Wenn wir mal einen brauchen, auf Ja, einmal finden wir alles. vorne. Oh, ein Naked. Ja, also das sind Medi-Häuser. Medi-Häuser sind immer eigentlich mit viel wertvollen Zeugs, gerade am Anfang gefüllt. Kann man so sagen, glaube ich. Erkennt man auch ganz gut an den roten Ziegelsteinen. Allgemein Häuser mit roten Backsteinen sind sehr wertvollen, mit wertvollen Gut gefüllt. Okay, was haben wir hier? Ja klar, jetzt kann ich auch eine Kappe aufziehen. Ja, im Pink. Ja, klar. Ich hab Ja, passt doch. jetzt macht's das auch nicht mehr. Grüner Rucksack, blaues T-Shirt. Du Girlie, kennst du auch den orangen Rucksack? Jetzt brauche ich noch orangene Schuhe. Und dann habe ich eigentlich schon alles gesehen. Es gibt rosane Schuhe übrigens. Also bei Interesse kann man gerne doch die Suche machen. Ich sag dir auch Bescheid, wie ich welche suche. Guck mal, wie viel Platz die hat. Ja, ich muss die Hosen tauschen. Oh, Sternchen unter Hosen hat er noch. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Schon mal andere Hose. Ich glaube, es ist sehr unproduktiv, wenn wir beide im selben Ja. Haus ein bisschen rumlaufen. Absolut. Aber ich habe auf jeden Fall was zu essen. Ich laufe die Straße gerade mal Oh, wieder Hunger zurück. scheinen wir schon mal, ne? Du läufst die Straße zurück. Ja, wir Also brauchen. läufst du quasi in diese Scheunen rein, ja? Ich laufe in die Scheune, genau. Das ist aber schön. Wenigstens was Produktives, was du machst. Du lässt dich von Zombies verkloppen. Ja, wenn ein Ziehst die Zombie Hosen kommt, wieder aus. schrei ich.
Weapon Cleaning Kit braucht man nicht. Das ist auch Oh, nichts. Munition für das Scharfschütze zu gewinnen. Die muss ich nicht. Hast du? Die muss ich nicht. Oh, guck mal. Ich mache mich jetzt mal total bunt und so. Okay. Wirst du gleich sehen, wenn ich wieder aus diesem Haus rauskomme. Ich habe Matchbox hier wieder einstecken. Ich weiß gar nicht, wofür das eigentlich ist. Das sind Streichhölzer. Ja, für nix. Ja, noch nicht. Es kommt ja noch. Man kann ja auch irgendwann mal, also laut den Herstellern, ein Feuerchen machen. Ja gut, Ein das habe ich. Lagerfeuer und da muss man kochen und alles Mögliche. Dann habe ich Was jetzt für ein praktisch Alter. Streichhölzer und eine Gaslampe. Ja, Gaslampe, da kann man ja dann auch diesen transportablen Herd aufstecken, glaube ich. Aber das ist noch nicht da. Das ist noch Nee, nicht das geht noch implementiert. nicht. Dann lasse ich es auch hier. So, Bauarbeiter Bob meldet sich, ne? Schau mich an, was aus mir geworden ist. Wo bist du denn? Da. Ja, Ey, du siehst aus wie einer von den Village People. schön, ne? Ja, besonders, das fällt auch gar nicht auf, gelb. Aber ich muss die Nein, Klappe halten. Ich habe ja auch nichts Besseres an. Dieser Görli hier. Er hat sich extra im weiblichen Jahr erstellt, hat er mir vorhin ganz heimlich gesagt. Ja, das war so, falls uns jemand angreift, ja, falls du nicht zielen kannst, dann, jetzt habe ich Cleaning Kit eingesteckt. Mann, Mann, Mann. Auch raus damit. Falls uns jemand angreift, dann lenke ich sie ab und dann kannst du ganz in Ruhe deine Zielübung machen. Ach ja, Ja, das ist soweit der Plan. das war der Plan. Soweit die Theorie, ja. Absolut. Praxis, ich glaube, sieht anders aus. Komm, wir latschen hier Ja, runter jetzt. wir haben jetzt die Möglichkeit, Ja. entweder oben den Stadtteil zu looten, da gibt es einen Job auf jeden Fall. Oder wir gehen gleich runter, da gibt es Schule und sowas. In der Schule gibt es auf jeden Fall eine Waffe. Luffy ist sicher. Also ich würde erstmal nach unten laufen. Erstmal nach unten. Ja, da ist auch gleich der Supermarkt und so weiter und dann. Gibt oben auch einen, das ist falsch. Gut, dann Deswegen. warte mal, wo müssen wir denn? Wo ist denn Norden? Was? Norden ist. Nee, so durch die Küste, ja. Also wäre Norden. Ja, brauche ich einen Kompass auf jeden Fall. Also wenn wir Sonst auf dem kleinen Flugplatz wollen, dann müssen wir ja nach Norden dann. ist das der Plan, ja? Auf dem Ich Flugplatz hatte oder so wie? die Idee, ja. Erstmal equippen, Hauptsache wir haben irgendwas einstecken. Ich habe schon einen guten Platz. Ja. Wie sich das für eine Frau gehört, gehe ich schon mal shoppen. Okay, du hast recht, der Basic ist echt ein bisschen spärlich und lässt sich nicht so. Okay, ich glaube, unser Server macht gerade einen Ab. Das selber macht einen Abflug. Ja, Tatsache. ich glaube ja. Ja, würde ich sagen, Oh, es macht ja nichts, dann ist das hier die erste Folge. Und da würde ich sagen, in diesem Sinne haut rein und wir sehen uns in der zweiten Folge gleich wieder.